gute Seele. Heute geht es nochmal um ganz Kritisches und Wichtiges. Heute kommt ein Video von mir bezüglich des Viruses. Einmal eine Handvoll Videos und Hinweise zu dem medizinischen Thema in alle Richtungen beleuchtet. Und einmal die wirtschaftlichen Folgen, die sich daraus ergeben. Also es sind mehr oder weniger lauter Hinweise für euch. Ich habe da ein bisschen was an Videos zusammengeschnitten. Das soll euch einen ersten Einblick vermitteln und soll euch sensibel machen dafür, dass ihr euch auch andere Informationen ranholt, dass ihr den Mainstream-Medien gegenüber immer kritischer werdet oder sie vielleicht am besten gleich ganz weglasst und auslasst. Und ich möchte an euch appellieren, jede Minute, die ihr in dieses Video oder generell in kritische Videos oder Kanäle investiert, ist eine weitaus wertvollere Minute, als sie ihr in die Mainstream-Medien oder in irgendeine TV-Serie oder einen TV-Film investieren könnt. Denn das, was im Fernseher läuft, ist unrealistischer Kram, Krempel, Märchenstunde, und das trifft leider auch auf die Mainstream-Medien zu, weil ihr dort noch nicht einmal ein Fünftel von dem erfahrt, was wirklich abläuft. Ja, ich möchte euch ans Herz legen, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, ich habe extra einen Spickzettel dabei. Hier auf YouTube folgende Kanäle: Ärzte für Aufklärung, Dr. Bodo Schiffmann, Professor Dr. Bhakti oder seine Frau Karina Weiß. RT Deutschland ist ein hervorragender Sender mit ganz vielen Interviewpartnern, die zu Wort kommen dürfen. Epoch Times, ganz hervorragend. Hier besonders sehenswert das Video mit dem Titel Die vierte industrielle Revolution. Kai Stut von Creative Caravan, auch ganz hervorragende Interviewpartner, die er sich immer wieder ranholt und richtig schöne und tolle geführte Interviews mit kritischen Fragen und offenen, ehrlichen Antworten. Halleluja TV Österreich, RPP Institut, Querdenken aller Zahlenfraktionen, also da gibt es ja verschiedene Kombis, Querdenken 7, 11, Querdenken 13, weiß da Geier was, die sind alle gut, die informieren euch über die Demos und anderes. Anwälte für Aufklärung hat sich formiert mit Beginn der Corona-Krise. Der Sender 5 Ideen hat ein Video, das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Das ist schockierend, aber wichtig. Es heißt Impfen oder Obhut. Eine Ärztin berichtet über ihre verzweifelte Patientin. Also die verzweifelte Patientin ist die Mutter eines schulpflichtigen Kindes. Und die hat man wirklich in diese erpresserische Situation reingesetzt, mit Hilfe eines Schulamtsarztes. Entweder sie lassen ihr Kind jetzt impfen oder wir nehmen es übers Jugendamt in Obhut. Das Jugendamt ist schon verständigt und auf dem Weg. Das kommt auch gleich zu diesem Termin. Das muss man sich mal anhören, damit man weiß, wo man in Deutschland mittlerweile steht. Wer glaubt, dass wir noch in einer Demokratie leben, irrt sich. Ja, schaut euch bitte wirklich an, was hier läuft. Die Regierung handelt im Moment total eigenmächtig und lässt das Parlament außen vor. Es werden Beschlüsse gefasst, die nicht vom Parlament angehört, diskutiert oder abgesegnet worden sind. Das mag für Notfallsituationen zutreffend sein und auch tatsächlich ein relevantes Mittel sein, so wie wir das im März und April hatten. Aber nicht über 8 Monate hinweg, beziehungsweise jetzt wird es der 9. Monat, ja. Und obwohl es regelmäßig mehrere Politiker verschiedenster Parteien in den Landtags- und Bundestagssitzungen anmahnen, dass die Regierung hier gerade unrechtmäßig handelt und es wieder zu den normalen Regularien zurückkehren muss, dass das Parlament wieder einbezogen wird, ignoriert unsere Regierung das einfach alles. Die gehen einfach drüber weg. Dann gibt es im Internet die Great Barrington Declaration. Da haben sich jetzt mittlerweile über 10.000 Ärzte versammelt.
Auch dieses Schreiben ist unserer Regierung mittlerweile bekannt. Der Lindner spricht in einer seiner Reden sogar davon. Aber selbst das wurde jetzt vergangene Woche offensichtlich wieder ignoriert. Denn darüber fällt ja kein Wort und die Maßnahmen sind ja wieder ganz anders ausgefallen. Lest euch also bitte diese Great Barrington Declaration durch. Geht auf die Originalseiten vom Robert-Koch-Institut. Dort könnt ihr in dem aktuellen Bericht zur Lage des Covid vom, 24. Juni diesen Jahres war das Datum, auf Seite 12 nachlesen, dass es ab der 16. Kalenderwoche in den Sentinel-Proben keinen Nachweis mehr von Covid-19 gab. So, überlegt mal bitte kritisch, wann die 16. Kalenderwoche war. Das war Ende April. Dann lest euch da bitte nach, dass Masken medizinisch nichts bringen. Dann schaut euch dort bitte tatsächlich die Statistiken richtig an, die Schaubilder, die Diagramme. Wer sich das richtig zu Gemüte führt, stellt fest, dass wir verarscht werden. Die ersten Maßnahmen, also der erste Lockdown ist eingeführt worden, da waren die Zahlen schon 5 Tage rückläufig. Die Maskenpflicht ist eingeführt worden, da waren die Zahlen schon längst unten am Boden. Ja, dann schaut euch bitte die Originalseiten der WHO an. Dort findet ihr jetzt mittlerweile unter dem Schrägstrich Bulletin, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, ehrlich gesagt, die letzten Berichte der WHO selbst, dass sie eben auch zu einer Umkehr von den jetzig stattfindenden Maßnahmen raten, dass man wegkommen muss von dieser Verbotspolitik und Verbotshandhabungen, dass man wegkommen muss von Lockdown und anderen harten Maßnahmen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch den Kanal Multi. Dort gibt es das Video geleakt, Doppelpunkt, geheimes Strategiepapier. Das solltet ihr euch bitte anschauen und weiter recherchieren. Dann findet ihr zur wirtschaftlichen Situation im Internet, im YouTube, die Kanäle von Marc Friedrich, Dr. Markus Krall, Florian Fromm, Dirk Müller und auch der Erfolgskanal. Dort könnt ihr euch am Laufenden halten, was gerade wirtschaftlich, politisch abläuft und was zu erwarten ist. Das sind die richtigen Wirtschafts- und Börsencracks. Die haben eine ganz klare Tendenz, wo es ab sofort hingeht, wo wir bis Jahresende stehen werden, wo wir Jahresanfang stehen werden, was uns im Laufe des nächsten Jahres und übernächsten Jahres erwartet und wie die langfristige Prognose für die nächsten 4 bis 6 Jahre ist. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen, denn das betrifft unser aller Leben. Wir reden von einer hohen Inflation, wir reden davon, dass unser Geld kaum noch was wert sein wird. Ich kann euch nur raten, holt eure paar ersparten Kröten runter vom Sparbuch und investiert das Geld anders. Ich bin für Kryptowährung, Bitcoin tatsächlich und für Gold und Silber. Es gibt Plattformen, wo man das auch mit kleinem Geldbeutel machen kann, wenn man nur 10 oder 20 oder 30 Euro jeden Monat auf die Seite bringen kann oder investieren kann. Dasselbe gilt mit Münzen. Ja, die kriegt man auch noch recht günstig derzeit. Noch lohnt es sich die nächsten Monate da was zu machen. Aber nachdem keiner voraussagen kann, wann da der Trend rapide anziehen wird, also ich würde die nächsten 4, 5, 6 Monate schauen, dass ich da noch ein paar Flocken auf die Seite bringe. Lasst auf jeden Fall nichts auf den Sparbüchern rumliegen. Ich denke nicht, dass dieses Geld auf Dauer sicher ist. Irgendwann wird der Staat womöglich zuschlagen. Leider Gottes. Ja, zum Lesen im Internet. Da hätten wir kritische Polizisten. Das ist tatsächlich eine neu gegründete Internetseite, die sich, ich glaube, im Mai dann formiert hat mit dem Corona. Dann haben wir eben WHO, habe ich gerade schon erzählt. Ihr könnt auch gerne auf die amerikanischen Seiten vom CDC Government gehen. Das ist sozusagen denen ihre oberste Bundesseuchenschutzbehörde. Dann haben wir Euromomox, dort findet ihr alle möglichen erdenklichen Statistiken und Schaubilder, Diagramme. Das ist eine offizielle Institution,
Dann haben wir natürlich jeweils das Statistische Landesamt, da könnt ihr reingehen, vom jeweiligen Bundesamt. Da könnt ihr auch mal gucken, wie denn die Krankenzahlen derzeit in den Krankenhäusern sind. Denn das, was uns als Schlagzeile präsentiert wird, stimmt so nicht. Und hat auch vor einer Woche nicht gestimmt. Beziehungsweise vor einer Woche war es eh noch die große Frage, wenn wir 11.000 Neuinfizierte pro Tag haben, warum landet denn überhaupt niemand im Krankenhaus? Also schon eine schräge Nummer. Nochmal zurück zu der zu der unrechtmäßigen Handlung der Regierung. Also es ist tatsächlich so, dass sie sogar in Bezug auf die Bundeswehr momentan unrechtmäßig handelt. Denn damit die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann, braucht es eigentlich auch die parlamentarische Zustimmung. Auch die ist nicht eingeholt worden und trotzdem werden gerade zu Tausenden die Soldaten im Inneren Deutschlands eingesetzt. Also unsere Regierung kennt mittlerweile keinerlei Skrupel mehr und sie wird auch keine Skrupel kennen, wenn es die nächsten Jahre darum geht, die persönlichen Machtziele und Interessen durchzusetzen, ganz egal, was beim Volk dabei rauskommt. Es wird unter anderem auch in 4 bis 6 Jahren wahrscheinlich um einen Lastenausgleich gehen. Die Gefahr ist wohl ziemlich groß derzeit, dass es so weit kommt. Das heißt, Immobilienbesitzer werden zur Kasse gebeten. Der Staat legt fest, welchen Wert deine Immobilie hat. Und dann heißt es einfach, meinetwegen auch 20%. Auch das wird vom Staat festgelegt. Deines Immobilienwertes gehst du jetzt bitte zur Bank, nimmst einen Kredit auf, führst diesen direkt an dein Finanzamt ab. Und darfst dann die nächsten Jahre diesen Kredit abbezahlen. Da nimmt sich der Staat dann jegliche Freiheit heraus. Also das müssen keine 20% sein, das können auch 30% sein. Oder sie kommen mit neuen Verordnungen und Bestimmungen um die Ecke für die Heizungsanlagen. Dann ist man einfach gezwungen, neue Brenner zu kaufen. Oder man muss anderweitig tatsächlich auch so etwas wie eine Strafe bezahlen, wenn man beim alten Brenner bleibt. Auch darüber wird der Staat womöglich versuchen, sich die Kasse voll zu machen. Denn irgendwoher müssen die Gelder dann ja erstmal kommen. Aber man will dann ja nicht wieder in das alte Verschuldungsschemata zurück, dass man Schulden bei anderen Ländern aufnimmt. Dieses System hat man ja gerade erst gekappt, was ja auch sinnvoll ist. Aber man wird sich beim kleinen Mann fleißig bedienen. Also versucht euch bitte bestmöglich zu schützen, holt euch Informationen ein, wie es nur gilt, haltet euch am Laufenden. Das finde ich einfach für ganz wichtig. So, jetzt nochmal ein schöner Rundumblick. So, bevor jetzt der Zusammenschnitt der Videos kommt, und es ist wirklich nur ein kleiner Zusammenschnitt. Ich glaube 6 oder 7 Videos und ich habe wirklich nur das Nötigste rausgeholt. Es soll nur ein erster Eindruck für euch sein, damit ihr dann eben weiter recherchiert, selber eigenständig, eigenverantwortlich, wie mündige, erwachsene Bürger, die ihr seid, ja, und nicht wie dieser Staat, der uns behandelt, als seien wir kleine, unmündige Kinder. Ihr sollt euch alle eurer Verantwortung bewusst und übernehmt die bitte auch. Also hier nochmal ein paar schöne herbstliche Eindrücke aus diesem wunderschönen, zauberhaften Wald, in dem ich gerade stehe. Ein idyllischer Augenblick. Corona hat sich als mittelschwere Grippe entpuppt und die Maßnahmen als absolute Katastrophe auf jeder Ebene. Die nächste Grippe kommt mit dem nächsten Winter. Aber bitte keine Panik.
Auch für eine Infektion braucht es zwei. Einen Erreger und einen Wirt. Und wenn der Wirt stark ist, kann er dem Erreger auf Augenhöhe begegnen. Die Gesundheit oder unsere Gesundheit liegt großenteils in unseren eigenen Händen. Durch gute Nahrung, gutes Wasser, viel Bewegung, Geselligkeit, Freude, Freunde, Liebe und viel, viel frischer Luft können wir unser Immunsystem stärken. Fällt euch dabei etwas auf? Genau dies verbietet uns die Regierung. Und was sie uns im Gegenzug empfiehlt, ist Händedesinfektion, Abstand und Mund- und Nasenbedeckung. Zur Händedesinfektion sind in kürzester Zeit ungeheure Mengen an ungeprüften Produkten auf den Markt geschmissen worden. Das Ausmaß von Allergien, Hauterkrankungen, Immunreaktionen, Ekzemen können wir uns gar nicht ausmalen. Die Rückatmung unserer Ausatemluft oder Beirückatmung oder Durchrückatmung unserer Ausatemluft entsteht unvermeidbar. Sauerstoffmangel und eine Kohlendioxidüberflutung. Wir wissen aber, dass das menschliche Gehirn sehr empfindlich auf Sauerstoffmangel reagiert. Es gibt Nervenzellen, zum Beispiel im Hippocampus, die nicht länger als 3 Minuten ohne Sauerstoff überleben können. Die akuten Warnsymptome von Sauerstoffmangel sind Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindel, Konzentrationsstörungen, verlangsamte Reaktionszeit, also Einschränkungen der kognitiven Funktionsfähigkeiten. Durch chronischen Sauerstoffmangel jedoch oder bei chronischem Sauerstoffmangel verschwinden diese Symptome. Sie gewöhnen sich daran. Aber ihre Leistungsfähigkeit, ihre Effizienz bleibt weiterhin beeinträchtigt. Und die Sauerstoffunterversorgung in ihrem Gehirn schreitet weiterhin fort. Wir wissen, dass neurodegenerative Erkrankungen Jahre bis Jahrzehnte Vorlauf haben. Das heißt also, wenn Sie heute Ihre Telefonnummer vergessen, hat der Abbau in Ihrem Gehirn bereits vor 20 oder 30 Jahren begonnen. Während Sie denken, Sie hätten sich an Ihre Maske und an Ihre eigene Ausatemluft gewöhnt, laufen die degenerativen Prozesse in Ihrem Gehirn, verstärkt durch den Sauerstoffmangel, ungeachtet weiter. Das zweite Problem des Gehirns ist, dass sich die Nervenzellen nicht oder kaum teilen. Das heißt also, falls die Regierung uns in einigen Monaten großzügigerweise wieder erlauben würde, dass wir Sauerstoff atmen dürfen, werden die verlorenen Nervenzellen durch Zellteilung nicht wieder zurückgewonnen. Was weg ist, ist weg. Dies ist besonders wichtig für ängstliche Menschen, die glauben tatsächlich, dass sie durch diese Maske sich vor den Viren schützen können. Das Virus hat eine Größe von ungefähr 0,08 Mikrometer. Die Poren der gängigen Masken haben eine Größe von 80 bis 500 Mikrometer und werden durch jede weitere Wäsche auch weiterhin noch größer. In London, zumindest vorläufig, wird medizinische Befreiung absolut kommentarlos akzeptiert und respektiert. In meinem geliebten Deutschland hat sich inzwischen jeder Pilot, jeder Steward, jede Verkäuferin, jeder Fußgänger, jede Nachbarin zum Maskenaufsichtsrat befördert oder selbst befördert oder wurde befördert. Sauerstoffmangel schadet jedem Gehirn. Es muss die freie Entscheidung jedes Menschen sein, ob er den Sauerstoffmangel seines Gehirns in Kauf nehmen will, um sich mit einer wirkungslosen Maske vor Viren zu schützen. Für Kinder und Jugendliche sind Masken ein absolutes No-No. Kinder und Jugendliche haben naturgemäß ein sehr aktives und adaptives Immunsystem und brauchen die ständige Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom der Erde. Ihr Gehirn ist ebenso wahnsinnig aktiv. Es hat so viel zu lernen. Das Gehirn eines Kindes oder eines Jugendlichen dürstet nach Sauerstoff. Je metabolisch aktiver ein Organ ist, desto mehr Sauerstoff braucht es. Bei Kindern und Jugendlichen ist jedes Organ metabolisch aktiv. Einem kindlichen oder jugendlichen Gehirn Sauerstoff zu rauben oder auch nur einzuschränken, ist nicht nur gesundheitsgefährdend, ist absolut kriminell. Sauerstoffmangel hemmt die Entwicklung des Gehirns und der dadurch entstandene Schaden kann nicht rückgängig gemacht werden.
Ich habe es auch in meinen früheren Videos schon erwähnt, dass 140 nationale Akademien der Wissenschaften diesen Impfstoffnationalismus, also die nationalen Vorbestellungen, bereits kritisiert haben. Denn Impfstoffe sollten nach Bedarf vergeben werden, wenn sie denn sicher sind, und nicht nach finanziellen Mitteln. Und diese 140 Akademien der Wissenschaften haben auch deutlich wissenschaftliche Strenge eingemahnt und vor Verkürzungen gewarnt. Also viele Wissenschaftler auf dieser Welt betrachten die teleskopierten Zulassungsverfahren durchaus kritisch. Im Januar 2020 wurde SARS-CoV-2 erstmals genetisch sequenziert. Es ist erstaunlich, dass wir jetzt schon Impfstoffe haben, einige Monate danach, die sich in dieser rollenden Zulassung durch die European Medicines Agency bereits befinden. Und dazu muss man auch sagen, der bisherige Weltrekord war etwa 4,5 Jahre. Also es hat noch kein Impfstoff schneller als binnen 4,5 Jahren durch die Impfstoffsicherheitstests geschafft. Das war ein Impfstoff gegen Mumps. Und das ist der absolute Weltrekord. Der Durchschnitt liegt bei 8 bis 12 Jahren. Und das hat auch gute Gründe. Denn solche Impfstoffsicherheitstests haben auch Follow-up-Phasen. Impfstoffsicherheit beruht einerseits auf der Anwendung, auf der strengen Kontrolle und dem Monitoring von großen Probandengruppen, und das über längere Zeiträume. Und vor allem die Langzeitdaten werden diesmal fehlen. Darauf weist auch der Lobbyverband Vaccines Europe hin, nachzulesen in Financial Times, und fordert daher Haftungsfreistellungen für die beteiligten Unternehmen. Auch diese Hintergründe habe ich in meinem neuen Buch sehr ausführlich dargelegt. Auch ein Laie kann auf jeden Fall verstehen, dass hier das Impfstoffrisiko erhöht ist und dass man nicht von Impfstoffsicherheit im üblichen Sinne sprechen kann. Blutparameter, serologisch, ob Antikörper entstanden sind, und T-Zellenimmunität. Aber das bedeutet noch nicht, dass die Impfung wirksam ist. Das sieht man zum Beispiel auch in der Oxford-Studie, dass es hier große Fragezeichen gegeben hat bei der Auswertung der Primatenversuche. Die hatten zwar im Labor serologisch Antikörper, aber sie waren nicht ausreichend geschützt vor dem Virus. Sie waren vor allem infektiös. Das heißt, es gibt hier große Fragezeichen, ob überhaupt eine sterilisierende Wirkung, also ob sterilisierende Antikörper vorhanden sind, die also auch die Infektiosität der Betroffenen verhindern. Oder ob diese Betroffenen, auch wenn sie geimpft sind, zwar vielleicht selbst weniger oder keine Symptome entwickeln, aber das Virus trotzdem aufnehmen und weitergeben können. Und das wäre dann fatal, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Auch William Hazeltine, ich habe ihn schon öfters zitiert, der kritische, renommierte Genetiker, hat geschrieben: Die Teleskopierung von Testabfolgen und Genehmigungen setzt uns alle einem unnötigen Risiko im Zusammenhang mit der Impfung aus. Schon eine ernste Nebenwirkung pro 1000 Impfungen bedeutet bei 100 Millionen Menschen für 100.000 einen Schaden, obwohl sie zuvor gesund waren. Kopfschmerz beim Oxford-Impfstoff in der teleskopierten ersten und zweiten klinischen Phase 68%. Mit prophylaktischer Gabe von Paracetamol, ein vorbeugendes, fiebersenkendes, schmerzstillendes und entzündungshemmendes Mittel, sank der Kopfschmerz nur auf 61%, also nur geringfügig im Vergleich zu 68%. Und wer braucht einen Impfstoff, bei dem man vorbeugend Medikamente nehmen muss, um ihn auszuhalten? Systemische Muskelschmerzen beim Oxford-Impfstoff 60%, mit Paracetamol 48%, Schüttelfrost 56%, mit vorbeugendem Paracetamol 27%, erhöhte Temperatur bis 38 Grad bei 51%, mit vorbeugendem Paracetamol 36%, Fieber über 38 Grad Celsius 18% bzw. 16%, allgemeines Krankheitsgefühl 61% bzw. 48%, und 46% zeigten, wie ich schon oft geschildert habe, eine vorübergehende Neutropenie, einen Abfall der Neutrophilen,
Das sind weiße Blutkörperchen, die wichtig sind für unsere Hintergrundimmunität, die auch bei der Abwehr von SARS-CoV-2 eine wichtige Rolle spielt. Und ein vorübergehender Abfall kann auch ein Zeitfenster öffnen. Dietmar Hopp, der Mehrheitseigentümer von CureVac, hat ein sehr vielsagendes Zitat abgegeben in einem Interview. Er hat gesagt, er möchte mit CureVac, Zitat, das Rennen um den besten Impfstoff gewinnen. Ich glaube, das wird jetzt auch schon sehr deutlich, worum es hier geht. Pierre Kemula, der Finanzchef von CureVac, hat gesagt, er möchte für die Investoren des Impfstoffs eine Rendite herausschlagen und den Impfstoff nicht zum Selbstkostenpreis trotz Pandemie anbieten, denn er findet, die haben eben jetzt 10 Jahre investiert in den Impfstoff und sollten jetzt auch eine Rendite herausbekommen. Also auch hier sieht man, es wurde schon Jahrzehnte investiert, die Impfstoffe sind stagniert, wegen Sicherheitsbedenken, wegen überschießender Immunreaktionen, waren nie aus der klinischen Phase, aus der präklinischen Phase heraus, wurden zuvor nie am Menschen getestet und jetzt will man sie endlich voranschieben. Jetzt hat man so viel Geld investiert, auf der ganzen Welt, in Unternehmen. Investoren haben so viel Geld in die Hand genommen. Mein Name ist Dr. Kurt Sternberger. Ich bin österreichischer Staatsbürger, Familienvater und Arzt für Allgemeinmedizin. Ich bitte meine Zuhörer, dieses Video herunterladen, zu verbreiten und falls es gelöscht wird, wieder hochzuladen, da ich ein Thema besprechen werde, das möglicherweise das Missfallen der Betreiber von YouTube erregen könnte. Als Arzt habe ich einen Eid geleistet, wie auch jeder andere österreichische Arzt. Die meisten Nichtärzte glauben, dies sei der Hippokratische Eid, doch wird der Hippokratische Eid heutzutage nicht mehr in seiner ursprünglichen Form geleistet, da in seinem antiken Wortlaut heute unbrauchbar wäre. Dennoch leistet jeder Arzt auch heute noch einen Eid in verschiedenen Abwandlungen und diese verschiedenen Varianten sind vom Weltärztebund in der Genfer Deklaration zusammengefasst. In dieser Deklaration heißt der vorletzte Satz, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Das waren kluge Kollegen, die das zusammengefasst haben, die haben manche Gefahren offensichtlich gesehen. Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. In der Deklaration von Helsinki wurden die ethischen Grundsätze für medizinische Forschung festgelegt. Dies betrifft mich als praktischer Arzt nicht unmittelbar, aber alle in der Forschung Tätigen. Ich weise darauf hin, dass es diese Deklaration gibt und Experimente am Menschen, wie sie derzeit von diversen Lobbys nicht nur geplant sind, sondern in verschiedenen Ländern unter Missbrauch der Regierungen und Exekutivorgane auch durchgeführt werden, in völligem Widerspruch zur ärztlichen Ethik sind. Sowohl die Genfer Deklaration als auch die Deklaration von Helsinki kann jeder leicht auf Wikipedia nachlesen. Ich erspare es mir zu erklären, wie viele Menschenrechte derzeit verletzt werden. Auch das kann im Informationszeitalter jeder leicht ausfindig machen. Ich weise aber hin auf den Link für ein 3-Minuten-Video, ein Pastor spricht Klartext und ein Video von Professor Bhakti, der Professor todernst, ein Tsunami kommt, sowie 2 weitere Videos verzweifelter Mitmenschen über das, was gerade an unseren Schulen geschieht. Ich habe das unten in meinen Anmerkungen da hineingeschrieben. Da sind die Links, da kann man sich das anschauen. Für mich selbst beanspruche ich hiermit vor allem 2 grundsätzliche gottgegebene Menschenrechte und ermutige alle meine Zuhörer, es mir gleich zu tun. Erstens das Recht auf Gewissensfreiheit und freie Religionsausübung. Und zweitens das Recht auf die Luft, die Gott mir zum Atmen gibt.
Zu Punkt 1, mein Recht auf Gewissensfreiheit und freie Religionsausübung. Ich bin Christ und glaube an die 10 Gebote, welche Mose am Berg Sinai von Gott erhalten hat. Im 9. Gebot heißt es, du sollst gegenüber deinem Nächsten kein falsches Zeugnis abgeben. Wenn ich als Arzt eine Maske aufsetze, so bezeuge ich damit entweder, dass die mich umgebende Luft so verseucht ist, dass es gefährlich wäre, sie einzuatmen, oder dass die Luft, die ich ausatme, so gefährlich ist, dass mein Nächster dadurch Schaden erleidet. Nichts davon entspricht der Wahrheit, nichts davon ist evidenzbasierte Medizin und nichts davon entspricht meiner Überzeugung, nichts davon möchte ich bezeugen. Deshalb beanspruche ich hiermit das Recht auf die mir von Gott gegebene Luft. Ohne diese Luft kann ich nur wenige Minuten überleben. Ich beanspruche das Recht, sie in vollen Zügen und ohne Einschränkung einatmen zu dürfen. Und ich beanspruche das Recht, eine Maske dann aufzusetzen und herunterzunehmen, wenn es mir mein Gewissen und auch mein ärztliches Gewissen gebietet. Ich behaupte hiermit, dass keine menschliche Regierung das Recht hat, sich zwischen mich und mein Gewissen zu stellen, und fasse meine Aussagen in einem Satz von Marie von Ebner-Eschenbach zusammen: Sei deines Willens Herr und deines Gewissens Knecht. Zu Punkt 2. Die mich umgebende Luft ist nach meinem Glauben kein menschliches Produkt, sondern eine Gabe Gottes, welche er allen Menschen frei zur Verfügung stellt. Niemand, kein Mensch, hat das Recht, ohne meine Einwilligung meine Atmung zu beschränken, auch nicht in geringstem Ausmaß. Ich rufe hiermit alle Christen zum Gebet in dieser Angelegenheit auf, weil ich glaube, dass hier Mächte am Wirken sind, die nur durch das Gebet und der Hilferuf zu Gott in Schranken gehalten werden können. Und ich möchte auch alle anderen Mitmenschen, welchen Glaubens auch immer sie sind, aufrufen, darüber nachzudenken, was hier geschieht und ob und wie weit man einen Menschen zwingen darf, eine Maske zu tragen, solange er bereit ist, genügend Abstand zu halten und damit zu gewährleisten, dass jeder ausreichend frische Luft zum Atmen hat. Dies ist mein Glaube als Mensch und mein Recht als Mensch. Als Arzt rufe ich all meine Kolleginnen und Kollegen dazu auf, die Genfer Deklaration nachzulesen und darüber nachzudenken, wo die ethischen Grenzen für den Arzt sind, vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen der Ärztekammer. Ist, dass die WHO 3 oder 4 große Studien angelegt hatte. In diesen Studien wurden extrem hohe Dosen Hydroxychloroquin angewendet. Ein Malaria-Medikament. Man kann es leicht überdosieren. Und das genau ist passiert in der WHO. Das sehe ich genau so. Das ist eine Katastrophe. Dass das die Übersterblichkeit ist, vor der sich alle fürchten. Ja? Bloß die ist therapieinduziert. Das hat mit dem Virus nichts zu tun. Genau so, das ist eine Katastrophe. Also diese Studie ist mit einer falschen Hydroxychloroquin-Dosis ins Leben gerufen worden. Und es hat zur Folge gehabt. Das ist eigentlich unvorstellbar, oder, dass so etwas passiert. Ja, wie sowas passieren kann, jeder kann sich mal täuschen. Und wenn das ein Mensch in so einer Position ist, der so eine Verantwortung hat, dann hat das halt eine Katastrophe zur Folge. Und wie großflächig wurde das denn angewendet? Das genau muss man nachprüfen, aber die WHO-Studien sind ja weltweit losgegangen. Also auch in Brasilien haben sie eine Hochdosis-Hydroxychloroquin-Studie gestoppt, weil man das gemerkt hat. Das war ja dann nicht zu übersehen. Nach 10 Tagen fingen die Patienten alle an zu sterben und haben dann eben maligne Rhythmusstörungen bekommen. Das ist Und dann sehen Sie hier sehr unterschiedliche Verläufe. Also Deutschland hatte gar nichts, Griechenland auch nicht, Ungarn auch nicht, Irland auch nicht,
Frankreich genau diese Übersterblichkeit. Und ich kann mich erinnern, in Deutschlandfunk gehört zu haben, dass möglicherweise die hohe Hydroxychloroquin-Dosis zu einer Übersterblichkeit in Frankreich geführt habe. Das ist aber nur einmal über den Sender gekommen, in Deutschlandfunk. Dann wurde das offensichtlich auch realisiert, was das zu bedeuten hat. Und dann hat man das natürlich nicht weiter berichtet. Weswegen ich da hinterher bin, das publik zu machen, ist die einfache Tatsache, dass das die Übersterblichkeit ist, vor der sich alle fürchten. Ja? Bloß die ist therapieinduziert. Diese Schnelligkeit, mit der hier im Moment rangegangen wird und aufgrund der Panik, die geschürt wird, allenthalben, werden da sicherlich Dinge übersehen und es kommt zu schweren Nebenwirkungen. Also bei der Erkrankung selbst haben wir es schon gesehen. Was mit der Impfung auf uns zukommt, weiß ich nicht. Da kann man sich nur auch vorstellen, dass bei diesem Schnellgang natürlich schwerste Nebenwirkungen auftreten. Ja. Und gegen eine Erkrankung, die es gar nicht Not tut zu impfen, weil sie gegenüber der Grippe eher weniger pathogen ist, ja, weniger pathologisch verläuft. Es haben sich auch einige Ärzte gegen die vorschnelle Intubierung von Patienten ausgesprochen. Also Corona-Patienten werden recht schnell an ein Gerät der künstlichen Beatmung geschaltet. Mhm. Und dann gab es auch schon vorher bei SARS Studien aus Hongkong, die gezeigt haben, dass Krankenhäuser, die das nicht gemacht haben, wesentlich weniger Tote hatten, obwohl sie kränkere Patienten aufgenommen haben. Jetzt scheint das wiederum der Fall zu sein. Wie sehen Sie das mit dieser vorschnellen Intubierung? Ja, das ist sicherlich ein zusätzliches Problem. Eine Intubation ist immer ungünstig für den Patienten, also weil Keime reingetragen werden dadurch. Deswegen versucht man das möglichst zu vermeiden. Dieser Impfstoff wirkt in erster Linie dadurch, dass Antikörper gebildet werden sollten. In der Vorstellung, dass diese Antikörper die Fanghändchen abgreifen, sodass das Virus, ich glaube, das haben wir schon mal gehabt. Ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, dass in dem Moment, in dem die Antikörperantwort zurückgeht, und bei älteren Menschen geht es noch schneller zurück als bei jungen Menschen, dann werden sie trotzdem krank, weil das Virus in der Überzahl ist. Und jetzt etwas, was ich zum ersten Mal hier breit sage, das ist der Grund, weswegen eine Impfung gegen einen Erreger, der über die Luft kommt, in hoher Menge, in hoher Anzahl, hoher Dosis, eigentlich nie gewirkt hat. Es gibt keinen Impfstoff gegen so einen Erreger. Alle Impfungen, die funktionieren, funktionieren gegen Agenzien oder Gifte, die über die Blutbahn sich ausbreiten und verbreiten. Weil im Blut haben sie viel mehr Antikörper als auf den Schleimhäuten, auf den Grenzepithelien der Luft. Und deswegen ist es für mich als Infektionsimmunologe völlig klar, dass ein Impfstoff gegen Corona nie, nie entwickelt werden wird. Erfolgreich. Das ist ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt wird und von vornherein eigentlich scheitern musste. Eine groß angelegte Studie in Dänemark, die die Effektivität des Maskentragens in Bezug auf das Eindämmen von Covid-19 erforschen sollte, wurde von mehreren renommierten medizinischen Fachzeitschriften abgelehnt und nicht veröffentlicht. Die Autoren der Studie deuteten an, dass die Ergebnisse unangenehm für den Status quo seien. Die Zeitschriften The Lancet, das New England Journal of Medicine und das American Medical Association Journal hätten die Studie allesamt abgelehnt. Vor allen Dingen haben wir ja die Meldungen häufen sich ja, gestern ging durch die Presse, dass in einem Labor von 60 Tests 58 falsch positiv waren. Wir haben hier in den Laboren mittlerweile CT-Zyklen an die 45. CT-Zyklen ist die sogenannte Cut-Off, also man weiß, dass man, wenn man einen PCR-Test macht und öfter als 28 Mal höchstens auf den Vervielfältiger drückt, dass man nichts mehr darüber aussagen kann, ob dieser Patient eine akute Erkrankung hat oder nicht. Aber selbst wenn das hier reale Zahlen wären, ist es keine Zahl, die einem Sorgen machen müsste, weil wir sprechen hier innerhalb von mittlerweile 10 Monaten, eigentlich 11 Monaten von 10.272 Toten, also so viel wie normalerweise in Deutschland an 4 Tagen sterben.
Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Man möchte aber, dass wir uns Sorgen machen, und leider gelingt das bei sehr vielen Menschen, die nicht nachdenken. Schlimme Sachen passieren in Deutschland, in der Welt. Eine meiner Mitarbeiterinnen, das Kind wird in der Schule gemobbt. Es ist ein Kind, was sehr was psychische Probleme hat, was deswegen auch schon in Behandlung ist und war und dem es wirklich nicht gut geht. Und dieses Kind wird in der Schule gemobbt. Es darf nicht ins Klassenzimmer. Die Lehrer verbieten anderen Schülern, mit ihr zu sprechen. Und der Vater war bei der Polizei und wollte das zur Anzeige bringen wegen Nötigung. Und die Polizei hat ihm Hausverbot erteilt. Sie hat das nicht angenommen. Sie hat ihn rausgeschmissen. Wir leben auch in einer Zeit, wo die Regierung Hilfspolizisten beschäftigen will, die sie 2 Tage ausbildet und ihnen dann eine Waffe in die Hand drückt. Sowas Ähnliches gab es schon mal. Die trugen damals braune Uniformen. Dr. Markus Karl, bekannt für Klartext, was Banken und auch Währungen wie den Euro betrifft, mehrfacher Bestsellerautor, wie wir hier sehen können, der CEO von Degussa, viele Jahre Unternehmensberater, das heißt für Banken zugearbeitet, kennt diesen Sektor daher aus dem FF. Denn die Gelddruckerei hat in diesem Land und auf diesem Kontinent das Denken ersetzt in der Wirtschaftspolitik. Und insofern bin ich, was den Euro angeht, äußerst pessimistisch. Bisher war jede Geldmengenausdehnung entweder damit verbunden, Inflation zu erzeugen oder Blasen aufzupusten. Wenn Blasen aufgepustet werden, dann ist das 1929er-Szenario die zwingende Folge und damit auch eine große deflatorische Wirtschaftskrise, bei der die Geldmenge zerstört wird durch Pleiten und durch Bankpleiten. Wenn es in Inflation führt, dann wird die Geldmenge quasi entwertet durch Inflation und es kommt auf andere Weise zur Anpassung. Aber eine Anpassung, Deflation oder Inflation, um der Geldmengenexpansion Herr zu werden, die gibt es immer. Ja. Ich glaube, dass wir im Moment in einer deflatorischen Phase sind und dass diese deflatorische Phase in eine inflationäre Phase umkippt, weil eben die Zentralbank mit allem dagegen hält, was sie hat. Das bedeutet, wir werden nacheinander von beiden Untieren gefressen. Erst von der Deflation, die unsere Unternehmen in die Pleite treibt, unsere Wirtschaft schrumpft und zum Kollaps der Produktion führt. Und anschließend von der Inflation, die unser Geld entwertet und dafür sorgt, dass wir kein Tauschmittel mehr haben, um die Wirtschaft wieder aufzubauen. Also der perfekte Sturm eigentlich ist das, was unsere Politik und Geldpolitik hier gerade anrührt. Also wenn Sie meine ursprünglichen Prognosen anschauen, die ich das erste Mal 2014/15 publiziert habe, dann bin ich damals davon ausgegangen, dass es im Jahr 2020 erst zu einer deflatorischen Krise kommt, in dem die Zombies sozusagen unter Druck geraten und pleite gehen. Und dass die pleite gehenden Zombies die Banken unter Druck setzen und sich dann eine Spirale ergibt, die deflatorisch wirkt und die über 2 Jahre braucht, bis sie dann zum Exitus des Euro führt. Nämlich erst durch den Aufbau einer Bankenkrise, einer Wirtschaftskrise und dann durch die Bankenrettung in die Gelddruckorgie durch die EZB. Das war die Prognose, die ich 2014/15 abgegeben habe. Jetzt kam 2020 im Grunde genommen als zusätzlicher schwarzer Schwan oder Auslöser die politische Corona-Krise dazu. Ich sage deswegen politische Corona-Krise, weil ich glaube, dass dieses Virus niemals den Schaden angerichtet hätte, wenn er nicht von der Politik amplifiziert worden wäre, die in ihrer Inkompetenz schon sagenhaft ist. Und dazu, der hat für 2 Dinge gesorgt. Der hat einmal dafür gesorgt, dass die ganze Krise fast ein Jahr früher eingetreten ist, als ich prognostiziert habe. Also ein Dreivierteljahr eigentlich. Ich hatte immer gesagt, Ende 2020, vermute ich, ist der wahrscheinlichste Zeitpunkt, auch wenn ich es natürlich nie genau wusste. Die ganze Kiste ging also da nicht Ende, sondern schon Anfang 2020 los. Und sie hatte zusätzlich einen Turbolader bekommen, nämlich die Corona-Politik, den Lockdown, die Schließung von Grenzen, die protektionistisch wirkt, die Desynchronisation, Entkoppelung und Zerstörung der globalen Lieferketten, die die Just-in-Time-Produktion für weite Zweige der Wirtschaft unmöglich gemacht haben. Die sind gar nicht mehr in der Lage zu produzieren, weil wenn denen irgendein 50-Cent-Teil fehlt an einem Auto und das ein entscheidendes Teil ist, dann kann der Wagen nicht ausgeliefert werden. Und das Gleiche gilt für Maschinen, für Flugzeuge, für Hightech-Geräte. Man hat also den ganzen Turbolader verpasst. Insofern befürchte ich, dass die 2 Jahre, 2,5 Jahre Krisendauer, die ich seinerzeit prognostiziert habe, nicht überschritten werden, sondern dass es eher kürzer dauert. Meine aktuelle Prognose ist, dass eigentlich im nächsten Jahr das Seniorage-Kapital der EZB aufgebraucht sein wird, weil die schlechten Assets auf ihrem Buch eben das Bruttosozialprodukt übersteigen werden. Und dann ist nur noch die Frage, wie lange hält der Bilanzbetrug sozusagen bei Unternehmen, Banken und der EZB? Denn die hat auch einen Bilanzbetrug, sogar den größten aller Zeiten, nämlich sie hat wertlose Assets im Buch und behauptet, sie seien wert.
wie lange dieser Bilanzbetrug quasi bei den Märkten nicht ankommt und keiner in den Märkten mit entsprechender Marktmacht sich hinstellt und sagt, der Kaiser ist nackt. In dem Moment, wo das aber passiert, wird es dann sehr schnell gehen. Erstmal schicke ich voraus, Diversifikation ist keine Frage der Portfoliogröße. Diversifikation ist immer richtig und immer, egal wie groß oder klein das Portfolio ist, durchführbar. Ich höre so oft, wenn ich den Leuten sage, geht 20% ins Gold und dann so und so viel Aktien, dann sagen die, ich habe ja bloß 10 oder 20 oder 50.000 anzulegen. Wie soll ich denn das machen? Die Antwort ist, man kann es immer stückeln. Also Diversifikation ist immer richtig, egal wie groß oder klein das Portfolio ist. Meine aktuelle Empfehlung ist relativ einfach. Ich empfehle 20% im Gold zu halten. Das zweite, was ich empfehle, sind antizyklische Aktien und zwar aus 6 Branchen. Einmal Lebensmittel, weil die Menschen immer was essen müssen. Zweitens Pharmazeutika, weil die Menschen auch immer zum Arzt gehen müssen. Das hat nichts mit, empfehle ich Bildung als Investment. Und zwar, weil es das Einzige ist, was man ihnen weder stehlen noch besteuern kann. Silber selbst sehe ich positiver als die Silberproduktion. Ganz klar, aus 2 Gründen. Erstens, weil Silber ebenso wie Gold ein traditioneller Schutz gegen das Unbekannte ist und auch als Währung auch viele tausend Jahre den Menschen gut gedient hat. Silber hat einen geringeren Wert als Gold und ist damit für kleinere Einkäufe gut geeignet. Und insofern, sage ich mal, ist es sinnvoll, auch das Gold durch Silber zu ergänzen. Ich empfehle allerdings keine großen, schweren Barren, sondern eher Münzen auch sehr gerne. Also ja, es gibt positive Ansätze. Die kommen leider nicht aus der Politik, auch nicht aus der Geldpolitik. Aber was ich beobachte, ist, dass immer mehr Menschen sich der Probleme bewusst werden. Wenn Sie 5 oder 10 Jahre zurückdenken und Sie hätten ein Video gemacht über Geldpolitik, so wie wir das jetzt gerade hier gemacht haben, und über die Folgen der Geldpolitik diskutieren, dann hätten Sie vielleicht eine Einschaltquote von 20, 50, im besten Fall 100 Zuschauer gehabt. Mehr war da nicht drin, das hat keinen Menschen interessiert. Wenn wir heute ein Video drehen über Geldpolitik, dann hat es irgendwo zwischen 100, 150.000 und 1,5 Millionen Zuschauern. Das ist so, dass es eine Bewusstseinsbildung in immer breiteren Schichten unserer Bevölkerung gibt, insbesondere bei den Leistungsträgern, und dass die sich Gedanken machen und dass die sich auch vorbereiten. Die gehen jetzt vielleicht nicht, die stimmen jetzt nicht mit den Füßen an der Wahlurne sozusagen ab gegen eine Politik, die sie eh nicht ändern und stürzen können, aber die bereiten sich selbst vor und die wissen, dass sie auch die Gelegenheit haben werden, die Politik zu ändern, wenn die erstmal so richtig an die Wand geklatscht ist, und das wird sie tun. Ich denke mal, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass wir in einer historischen Zeitenwende sind. Wir werden nie wieder in der alten Welt aufwachen. Es wird vor Corona geben und nach Corona. Aber war Corona jetzt wirklich der große Auslöser? Was hat es alles zu bedeuten? Ich meine, wenn wir uns die Bilanzen der Notenbanken anschauen, sprechen die schon eine deutliche Sprache. Die einmaligen globalen Notfallprogramme gepaart mit dem Dauerkrisenmodus seit 2008 haben sich entwickelt zu einem gigantischen Berg. Das ist interessant, das hat nicht erst im März 2020 begonnen. Nein, schon vor der Krise im September 2019 ging es eigentlich wieder ab. Da hat man wieder angefangen, Aufkaufprogramme zu initiieren in den USA, wieder Geld ins System zu pumpen, weil da ging was schief mit den Repo-Programmen. Wahrscheinlich nie gehört, Repurchasing Programs. Das heißt praktisch, die Notenbank musste kurzfristig Geld in das Geldsystem sozusagen schleusen, um die Banken ja zu retten, kann man schon zu Recht sagen. Und das waren wirklich Billionen pro Abend. Und das zeigt dieser Chart sehr, sehr deutlich, dass die Krise eigentlich schon im September 2019 begonnen hat. Das ist interessant, das hat nicht erst im März 2020 begonnen. Nein, schon vor der Krise im September 2019 ging es eigentlich wieder ab. Da hat man wieder angefangen, Aufkaufprogramme zu initiieren in den USA, wieder Geld ins System zu pumpen, weil da ging was schief mit den Repo-Programmen. Wahrscheinlich nie gehört, Repurchasing Programs. Das heißt praktisch, die Notenbank musste kurzfristig Geld in das Geldsystem sozusagen schleusen, um die Banken ja zu retten, kann man schon zu Recht sagen. Und das waren wirklich Billionen pro Abend. Und das zeigt dieser Chart sehr, sehr deutlich, dass die Krise eigentlich schon im September 2019 begonnen hat. Wir erleben eigentlich momentan die Planwirtschaft der Notenbanken, weil
ohne die Eingriffe der Notenbanken wären eigentlich viele Staaten, viele Zombie-Unternehmen schon längst bankrott. Und hier auch einen schönen Gruß natürlich an Marcel Fratscher und Herrn Bofinger. Die Zombies werden immer mehr und irgendwann werden sie wahrscheinlich auch alle umkippen. Auch die EZB eifert natürlich der amerikanischen Notenbank nach. Das ist ja der große Bruder. Und Frau Lagarde, oh, die Volljuristin, die Finanzkoryphäe aus Frankreich, hat, wie gesagt, auch die Geldschleusen geöffnet. Und wir sehen, wir erleben eigentlich momentan die Planwirtschaft der Notenbanken, weil ohne die Eingriffe der Notenbanken wären eigentlich viele Staaten, viele Zombie-Unternehmen schon längst bankrott. Und hier auch einen schönen Gruß natürlich an Marcel Fratscher und Herrn Bofinger. Die Zombies werden immer mehr und irgendwann werden sie wahrscheinlich auch alle umkippen. Auch die EZB eifert natürlich der amerikanischen Notenbank nach. Das ist ja der große Bruder. Und Frau Lagarde, oh, die Volljuristin, denn die Finanzkoryphäe aus Frankreich hat, wie gesagt, auch die Geldschleusen geöffnet und den Zins weiterhin bei Null belassen in den letzten Monaten. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Ich kann jetzt schon sagen, weder in den USA noch in Europa werden die Zinsen jemals wieder in diesem Geldsystem steigen. Ganz im Gegenteil, wir werden Negativzinsen sehen. Und deswegen möchte man natürlich auch den digitalen Euro. Dazu mache ich bald ein Video, der digitale Euro oder die digitale Planwirtschaft. Die wird kommen. Ja, von den Staaten, die mehr als eine Staatsverschuldung von 130% zu ihrer Wirtschaftsleistung hatten, seit im Jahr 1800, es waren insgesamt 52 Staaten, 52 Länder, 51 Länder davon sind in den Staatsbankrott gegangen oder haben eine Währungsreform durchgeführt. Notenbanken haben ja schon 2019 aufs Gaspedal wieder gedrückt und Geld in die Systeme geschleust, Aufkaufprogramme gestartet und das war alles vor Corona. Also ich möchte nochmal betonen, die Rezession war 2019 schon absehbar und im vollen Gange. Hinweis geben. Alle Währungsunionen in der Vergangenheit der Menschheit sind immer ausnahmslos gescheitert, weil es ist absoluter Wahnsinn, starke Volkswirtschaften mit schwachen Volkswirtschaften in ein Zinskorsett zu betten, zu schütteln und zu hoffen, dass sie dann irgendwie zusammenkommen und dass es funktioniert. Kann nicht funktionieren, erleben wir seit 2008 und seit 2011 verschärft, dass der Euro einen Spalt nach Europa gebracht hat, dass er die Armen immer ärmer werden lässt und die Reichen immer reicher werden, dass die Fehlallokation von Vermögen bei einigen wenigen immer stärker wird und dass der Süden komplett de facto bankrott ist. Also wir werden mit dem Euro niemals auf den grünen Ast kommen. Der Euro ist zum Scheitern verurteilt. Ist das halt der Preis, um den Euro zusammenzuhalten? Da muss man es den Leuten aber auch so kommunizieren oder man muss es einfach abschreiben. Wir haben sozusagen die Transferunion in der EU, die ja eigentlich durch die Maastrichter Verträge verboten wurde. Ja, da hat doch der Olaf, ja, der Olaf Scholz aus Hamburg, ihr alle kennt ihn, der beste Freund der Warburg Bank, nichts dir nichts eigentlich geltendes EU-Recht gebrochen und die Maastrichter Verträge ausgehebelt, weil er hat ganz klar gesagt, ja, die Transferunion, die Schuldenunion, die ist jetzt einfach mal so installiert, so unter dem Deckmantel der Corona-Krise, da werden ja so manche Schweinereien so durch die Hintertür eingeführt und wir sind alle schon abgelenkt in Schockstarre, weil die Fallzahlen steigen, es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Ja, und jetzt kann die EU wie ein souveräner Staat sich verschulden, vor allem von Leuten, die niemals legitimiert worden sind demokratisch. Also ich nehme mal von der Leyen, ja, ich frage mich immer, wer hat die eigentlich gewählt? Ja, der Witz ist, keiner, genau, ihr habt's gehört, weder ich noch ihr habt von der Leyen gewählt. Nichtsdestotrotz sitzt sie da oben mit ihrer Betonfrisur und bestimmt, wo die Reise hingeht. Es ist nicht zum Aushalten. Die Demokratie ist in Gefahr und die Fassadendemokratie der EU, die wird immer frecher und dreister und fängt jetzt sogar an, sich zu verschulden und zwar so wie ein souveräner Staat und wir alle in der Eurozone haften dafür und natürlich wir, die Deutschen, am meisten. Also nochmal, das ist ein Spaltpilz, den habe ich noch nie so gesehen und der wird definitiv scheitern. Alle sitzen nur wie das Häschen vor dem Bau und haben Angst. Ja, ui, was kommt jetzt? Welche Fallzahlen haben wir bald? Und was weiß ich, dass hier die Demokratie ausgehebelt wurde, dass hier ja die Verträge, die Maastrichter Verträge, die EU-Verträge ausgehebelt worden sind und gebrochen werden von oberster Stelle. Kümmert kein Schwein. Ja, wirklich nichts. Ja, und dann die Zombie-Unternehmen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja immer wieder gesagt, die Zombies kommen. Deadman Walking oder Winter is Coming. Die Kreditreform geht jetzt davon aus, dass wir im Frühjahr ungefähr 800.000 Unternehmen haben, die in die Pleite gehen könnten. Wir haben ja staatlich legitimierte Insolvenzverschleppungen gesehen, nämlich durch die Aufhebung der Insolvenzantragspflicht, also auch so ein Irrsinn. Kurzarbeitergeld wurde nochmal verlängert. Ja, jetzt seit 1. Oktober müssen die Unternehmen, die hoffentlich verschuldet sind, Insolvenz anmelden. Das heißt, da werden die Zahlen stark steigen. Das wird aber auch dann wieder die Banken in die Bredouille bringen, weil natürlich Kredite ausfallen werden. Also jetzt beginnt die Kaskade, jetzt beginnt das Domino langsam sich zu entwickeln. Es kommt wirklich dieser Domino-Effekt und ein Stein nach dem anderen fällt um. Und dann
Der Dreh- und Angelpunkt meiner Ansicht nach wird auch die US-Wahl sein am 3. November. Egal wer gewinnt, ich sage nach wie vor, dass Donald Trump gewinnen wird. Es wird in den USA auf jeden Fall knallen. Und egal wer gewinnt, wir werden das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der USA erleben. Meine Top 5 Investments, um jetzt von dem größten Vermögenstransfer der Geschichte zu profitieren, um Vermögen für Generationen zu schaffen, um die Kaufkraft zu schützen, sind Nummer 1 Gold, Nummer 2 Silber, Nummer 3 Bitcoin, ja, ihr hört richtig, Bitcoin, Nummer 4 Minenaktien, Rohstoffaktien und Nummer 5 Diamanten. Ja, das sind dass wir da eine Veränderung erleben, das sehen wir allein dadurch, dass jetzt schon die ersten Gelder umgewandelt werden. Ich meine, warum hat Warren Buffett erstmalig eine Goldminenaktie gekauft, nämlich Barrick Gold? Warum hat ein Nasdaq-gelistetes Unternehmen erstmalig Cashreserven umgewandelt in Bitcoin? Ja, ihr hört richtig. Die haben von ihren Cashreserven tatsächlich Bitcoins gekauft, um ihre Kaufkraft zu schützen als eine Wette gegen die Inflation der Notenbank, gegen die Inflationierung des Geldsystems. Auch dazu werde ich ein eigenes Video machen. Und jetzt noch der Blick direkt aufs Steinhuder Meer an diesem wunderschönen Herbsttag. In diesen unruhigen, chaotischen und üblen, wilden Zeiten, wo alles drunter und drüber geht, und wir das Gefühl haben, das ganze Leben steht gerade Kopf und alles ändert sich, und so ist es ja tatsächlich auch, sind solche idyllischen, wunderschönen Augenblicke umso wertvoller.